Wir werden es sehen. Also, der Schwächste fliegt. Viel Spaß! Von den 9 Kandidaten der heutigen Show wird nur einer ein Preisgeld von bis zu 50.000 Mark mit nach Hause nehmen. Alle anderen gehen komplett leer. Das war so ein bisschen, du siehst diese Phase, wo man auch so Psychospielchen in so eine Show brachte. Der eine kickt den anderen raus und der eine hintergeht den und so. Und das war total. Willkommen zu Der Schwächste fliegt. Ja, den hau mal ab. Der neue Kandidat hinter mir hat hier und heute die Möglichkeit, bis zu 50.000 Mark zu gewinnen. Sie kennen sich nicht, dennoch wollen Sie das Preisgeld mit nach Hause nehmen, müssen Sie als Team spielen. 8 von Ihnen gehen komplett leer aus. Runde für Runde verlieren wir. Ich meine, die Show ist irgendwie 20 Jahre her oder so, aber die hat sich überhaupt nicht verändert, die Zitlo, ne? Die sieht immer noch genauso aus. Ich heiße Pascal, 23 Jahre, Kälteanlagenbauer aus Herne. Mein Name ist Philipp, ich bin 19 Jahre alt, Student und komme aus Mühlheim. Die Schrift und das Blaue ist so ein bisschen wie DSDS-Style, ne? Ich komme aus Bremerhaven und arbeite als Administratorin. Mein Name ist Marc, ich bin 25 Jahre alt, Student der Wirtschaftsinformatik und siehst aber aus wie Mitte 30. Mein Name ist Sebastian, ich bin 27 Jahre alt, Bankkaufmann und komme aus Hamburg. Ich heiße Nathalie, bin 18 Jahre alt, komme aus Aachen und bin Finanzbeamtin. Ich bin Herr Lutz, 43 Jahre alt, von Beruf Versicherungskaufmann, komme aus dem schönen Südharz, aus Ihrfeld. Mein Name ist Ute. Ich finde das auch nicht wirklich retro. Wieso denn? Was ist denn für dich retro? 60er Jahre nur, oder was? Klar ist das retro. 41 Jahre alt, Sozialhilfesachbearbeiter aus Rheinberg. So. Team, das hier sind die Regeln. Das Ziel ist in jeder Runde innerhalb des Zeitlimits genug Fragen korrekt zu beantworten, um den Höchstbetrag von 5.000 Mark zu erreichen. Der schnellste Weg zum Maximalgewinn ist, eine Kette mit 9 richtigen Antworten zu bilden. Eine falsche Antwort bricht die Kette, das Geld ist verloren. Aber, sagt ihr Bank, bevor eine Frage gestellt wird, ist das Geld gesichert. Danach allerdings fängt die Kette dann wieder bei 0 an. Denkt daran, in jeder Runde kann nur das in der Bank gesicherte Geld gewonnen werden. Wir beginnen auch direkt mit der ersten Runde. Die dauert ganz genau 2,5 Minuten. Und wir starten mit dem Spieler, der im Alphabet als erster steht. Und das bist du, Birgit. Jetzt wird gespielt, der Schwächste fliegt. Der Spieler und die Spielerin. Die Zeit läuft. Birgit, mit welchem B wird in der Kindersprache auf etwas Schmutziges, Ungenießbares hingewiesen, das nicht angefasst werden soll? Bäh. Korrekt, Marc. Welcher französische Begriff bezeichnet Freizeitberater in Ferienclubs, die Gäste zu Freizeitaktivitäten animieren? Animateur. Korrekt, Sebastian. Von welchem ehemaligen deutschen Fußballtorwart stammt das Buch Anpfiff? Uwe Seeler oder Toni Schumacher? Uwe Seeler. Nein. Toni Schumacher, Nathalie. Welcher Dichtring ist nach dem Ingenieur Walter Simmer benannt? Passe. Der Simmerring, Lutz. Heißt der Schoßhund von Modezar Rudolf Mooshammer Daisy oder Pluto? Daisy. Korrekt, Ute. In welchem Land wirkte Ende des 18. Jahrhunderts der umstrittene Politiker Maximilien de Robespierre? In Frankreich. Korrekt, Rolf. Ein Apparat auf Jahrmärkten, mit dem Körperkräfte gemessen werden sollen, heißt hau den? Lukas. Korrekt, Bank. Pascal. Wie lautete der Rollenname von Philip Michael Thomas in der Serie Miami Vice? Correga oder Tubbs? Tubbs. Korrekt, Philipp. Aus welchen Teilchen? Da gibt's doch den Witz von Philipp Asmussen. Ein Neutronenstern. Wie heißt der denn, der mit Vornamen? Aus Neutronen, Birgit. Kann der Tennis Davis Cup nur von Herren oder von Herren und Damen gewonnen werden? Correga. Von Herren und Damen. Nur von Herren. Nordkorega oder Südkorega? Die Unternehmerin, die mit Erotik-Zubehör Millionenumsätze machte, starb im Juli 2001 mit 81 Jahren. Beate Use. Korrekt, Sebastian. Welche Frucht wächst an einem Birnbaum? Eine Birne. Korrekt, Nathalie. Ja, spielte der HSV seit Gründung der Bundesliga 1963 jemals in der zweiten Fußball-Bundesliga? Nein. Korrekt, Lutz. Welcher Boom bezeichnet eine Hochkonjunktur im Bauwesen? Das waren noch Zeiten. Passe. Der Bauboom. Ute, auf welchem Kontinent liegt Uruguay? Südamerika. Korrekt, Rolf. Die Bewohner welches Staates skandierten 1989 auf den sogenannten Montagsdemonstrationen? Wir sind das Volk. Jugoslawien. DDR. Pascal. Ist der doof? Erhielt Tom Jones oder Sabine Christiansen bei der Bambi-Verleihung 2000 den Preis für das Comeback des Jahres? Tom Jones. Korrekt, Philipp. Was bezeichnet das französische Wort Manschette? Den Ärmelabschluss oder einen Herrenslip? Den Ärmelabschluss. Korrekt, Birgit. Wie viele Liter Kaffee konsumiert jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr? Rund 160 oder rund 1600 Liter?
160. Korrekt, Bank. Mark. Bank. Werden Richtgeschwindigkeiten im deutschen Straßenverkehr mit einer weißen Zahl in einem blauen Rechteck dargestellt? Nein. Die Zeit ist um. Ja, sie werden. Die Richtgeschwindigkeiten? Ja. Und diese erste Runde, die ja eigentlich noch ziemlich einfach war, wartet mal auf die nächsten, beendet ihr mit 1050 Mark. 5000 Mark ist wie in jeder Runde euer Ziel. Wer von euch muss gar nicht erst einchecken, sondern darf sofort wieder zurückfliegen? Einer von euch fliegt raus, wählt jetzt den Schwächsten. Gleich in der ersten Runde. Weil der Sinn eben, ne, ist ja so, dass das für alle gilt. Wenn einer verliert, fangen sie wieder bei 50 an. Und deswegen müssen sie jetzt entscheiden, wer ist der Schwächste in der Gruppe und wer muss raus, weil er nichts weiß. Ihr habt gewählt, wer ist der Schwächste, wer fliegt. Marc. Lutz. Lutz. Rolf. Rolf. Lutz. Sebastian. Sebastian. Marc. Dann wird's wohl Lutz, wa? Mhm. Birgit, du spielst kein Tennis? Nein, ich habe keine Ahnung von Sport. Fragen. Das habe ich gemerkt. Ja. Warum Lutz? Lutz hat eine Frage nicht richtig beantwortet. Genau so wie du. Der muss richtig, das noch begründet werden. Aber es gab doch noch so, das ist so fies. Viele, die eine Frage falsch beantwortet haben. Warum gerade Lutz? Er hatte einen kurzen Namen, den konnte man gut schreiben. Oh. Nathalie, welcher Ring wurde nach Zimmer benannt? War das zu schwer, die Frage? Ja, das war eine physikalische Frage. Da habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung von. Der Dichtring. Braucht man nur zusammenzusetzen, Zimmer und Ring. Ist mir aber auch nicht eingefallen. Warum? Ja, was soll denn das jetzt? Ja, ich finde, er hatte auch eine Frage nicht richtig beantwortet. Und die andere Frage, die war nicht allzu schwer, die hätte auch jeder andere noch beantworten können. Mhm. Philipp, auch bei wie, dir. Wie die aufeinander gehetzt werden, die aus Leute. Was das besteht ist ja im Wesentlichen ein Neutronenstern? Ja, ich glaube, ja. Ich habe das Wort Neutronenstern nicht so richtig verstanden. Ach so, da hast du Atomstern verstanden. Ja. Warum Lutz? Man kann doch einfach abstimmen und das ohne das begründen zu müssen. Simpel. Ich hätte sie lieber gehabt als die Frage mit dem Neutron. Deswegen der Lutz. Statistisch gesehen war Lutz nicht der Schlechteste der letzten Runde. Nein, nein, nein. Das warst du, Sebastian. Lutz. Tja. Was sagst und Lutz du hat für Sebastian gestimmt. Sind die gemein? Ironie des Schicksals. Das ist schön. Wir haben uns auch gefreut. Aber du hast 3 Stimmen gegen dich. Und damit bist du der Schwächste und fliegst. Und tschüss. Dieses und tschüss. Und tschüss. Jetzt wird er noch interviewt. Pass auf. Das ist ein Spiel. Das Spiel hat mit Glück zu tun. Und von daher ist es mir natürlich ein bisschen zu früh. Aber irgendjemand muss der Erste sein. Also in der nächsten Runde glaube ich, dass der Sebastian fliegt. Er hat eben schon einige Stimmen auf sich vereint. Das will noch nicht sagen, aber ich glaube, dass er nicht die Nerven hat, weiter durchzuspielen. Runde 2. Und von den möglichen 5000 Mark der ersten Runde habt ihr bloß 1050 Mark in der Bank sichern können. Jetzt seid ihr noch zu 8 und habt 10 Sekunden weniger Zeit. Wir beginnen mit dem Stärksten der letzten Runde und das ist Pascal. Jetzt wird gespielt, der Schwächste fliegt. Die Zeit läuft. Pascal, welche bayerische Metropole bringt man mit dem Ausdruck Schickeria in Verbindung? München. Korrekt, Philipp. Welchen Schlag holt man sich beim Kantinenpersonal ab, wenn die erste Portion nicht ausreichend war? Nachschlag. Korrekt, Birgit. Welche physikalische Einheit ist nach dem Wissenschaftler Graf Alessandro Volta benannt? Volt. Korrekt, Marc. Ist eine Dartscheibe in 11 oder in 20 keilförmige Segmente aufgeteilt? 20. Korrekt, Sebastian. Versteht man unter einem Brillanten einen speziell geschliffenen Diamanten oder einen Rubin? Den speziell geschliffenen Diamanten. Korrekt, Nathalie. Trägt bei den Löwen das Männchen oder das Weibchen die lange Mähne? Das Männchen. Korrekt, Ute. Bank. Zählt die Ratte zu den chinesischen Tierkreiszeichen? Ja. Ja. Korrekt, Rolf. Bei welcher sportlichen Übung wird der gestreckte Körper an einer Warum fangen die wieder unten an, obwohl sie richtig beantwortet haben? Das habe ich nicht ganz verstanden. Korrekt, Pascal. Bank. Was für ein Fortbewegungsmittel ist die Zeitmaschine im Film Zurück in die Zukunft von 1985? An DeLorean. Korrekt, Philipp. Womit wird man bei der Taufe begossen? Ein Auto, wollt sie wohl hören. Wasser. Korrekt, Birgit.
Welche spanische Stadt liegt am Mittelmeer? Valencia oder Pantalones? Valencia. Korrekt, Marc. Bank. Welche Hülsenfrucht gibt es in den Bank Sorten sagt, Brech und Schnitt? Bohnen. Korrekt, Sebastian. Wie oft ist seit dem 5. Februar 2001 die Sendung TV Total auf Pro7 pro Woche ohne Wiederholungen zu sehen? 5. 4-mal, Natalie. Welche beiden Mäuse retten in einem Disney-Zeichentrickfilm das Waisenmädchen Penny? Ja, TV Total hat auch mal so einen Zusammenschnitt gebracht von allen, wo Leute dumme Antworten geben. Ne? Das war doch aus der Schwächste fliegt. Wo doch einer gefragt wird, wie hieß die Autobiografie von Mohammed Ali? Mein Kampf? Korrekt, Pascal. Wie hieß die jüngste Tochter des Propheten Mohammed? Fatima oder Mutima? Fatima. Korrekt, Bank. Philipp. In welchem Land fand im Jahr 1918 die sogenannte Novemberrevolution statt? In Nigeria oder im Deutschen Reich? Deutsches Reich. Korrekt, Birgit. Bank. In welchem deutschen Bundesland wurde am 1. August 2001 die offizielle Sperrstunde aufgehoben? Berlin. Nordrhein-Westfalen, Marc. An welchem Ozean liegt die französische Halbinsel Bretagne? Atlantischer Ozean. Korrekt, Sebastian. Bank. Die Bewohner welchen Landes werden seit 700 vor Christus auch Hellenen genannt? Die Zeit ist um. Die korrekte Antwort auf die letzte Frage war Griechen. Und ihr beendet diese Runde mit 2250 Mark. Das ist mehr als in der ersten Runde. Mark, höre ich immer nur. Falsche Antworten. Also es hätte viel, viel mehr sein können. An wem liegt es, dass ihr den Maximalbetrag nicht in der Bank sichern könnt? Wer steht auf der Leitung? Wer unterbricht die Kette? Die ist wie so eine Lehrerin, ne? die Schüler aufeinander hetzt. Na, wer hat denn heute hier nicht seine Hausaufgaben nicht gemacht? Es kriegen alle eine 6. Sebastian als Rundenschlechtester heraus. Philipp erweist sich laut Statistik. Oder wie bei Full Metal Jacket, wo der Dicke immer den heimlich den Krapfen isst und so. Dann werden alle bestraft dafür. So läuft das. Birgit. Sebastian. 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 Tja, Sebastian. Gute. Sieht schlecht aus, ne? Birgit. Sebastian. Natalie. In dieser letzten Runde hattet ihr nur 2 falsche Antworten gegeben. 12 Fragen in Reihe korrekt beantwortet. Das bedeutet, locker wären die 5000 Mark drin gewesen. Woran liegt das denn, dass ihr nicht mehr Geld in der Bank sichern konntet, Ute? Also ich habe auch festgestellt, dass diese Runde sehr positiv ausgegangen ist. Allerdings das Banken hätten wir doch lieber machen sollen. Wie sieht's denn mit deinem Banken aus? Ich fürchte fast nicht ganz so gut. Ja, 150 Mark war vielleicht auch ein bisschen früh. Ja, aber immerhin. Was machst du denn von Beruf? Zurzeit bin ich Hausfrau. Da muss man natürlich schon so ein bisschen auf jeden. Ach so, bist du also arbeitslos? Hä? Hast du also keinen Job? So müsste sie jetzt noch fragen. Kriegst du das eingeteilt? Das müsste noch so richtig so auf die Spitze getrieben werden. Das würde wahrscheinlich Kalkofe so machen. Hat Kalkofe das mal verarscht? Weiß ich gar nicht genau. Habe ich gerade nicht im Kopf. Da gibt es aber noch jemanden, der eine Frage nicht richtig beantwortet hat. Birgit. Ja? Die Sperrstunde. Fliegst du nach Berlin? Ja. Also habe ich gedacht, das ist eine große Metropole, weltoffene Stadt. Habe ich gedacht, das passt da gut hin. Genau, hast wieder was dazugelernt. Ja. Das heißt, wenn du richtig feiern möchtest, diese Schnippische. Ja, später, dann bleibst du besser hier in Nordrhein-Westfalen. Sonja, Mensch. Hier kannst du bis in die Nacht feiern. Das ist gut. Warum Sebastian? Er hat eine Frage falsch beantwortet und war in der letzten Runde auch noch nicht so gut. Und deswegen denke ich, nehme ich ihn. Sebastian, was sagst du nur dazu? Ja, und ausgerechnet die Frage mit Stefan Raab, das sollte ich eigentlich wissen. Bist du Stefan Raab-Fan? Ich gucke dann doch regelmäßig, ja. 5-mal die Woche. Aber freitags versuche ich es nie, habe ich getippt. Ja, das war ja nur 4-mal die Woche. Statistisch gesehen warst du der Schlechteste der letzten Runde. Und 4 Stimmen sind gegen dich. Damit bist du der Schwächste und fliegst. Und tschüss. Und tschüss. Der Schwächste alleine. Das ist so, das hat was Faschistisches, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass ich so früh rausfliege. Vor allem, weil die Fragen, die mir gestellt wurden, noch eigentlich gut zu beantworten gewesen wären. Die Frage, die mich am meisten geärgert hat, oder die Antwort von mir, die mich am meisten geärgert hat, war eigentlich die von Stefan Raab, da ich regelmäßig die Sendung gucke. Und selbstverständlich weiß, dass es freitags keine Sendung gibt. Runde 3. 3.300 Mark in der Teamkasse von möglichen 10.000 Mark. 7 von euch sind übrig und weitere 10 Sekunden werden von eurer Zeit abgezogen. Wir beginnen mit dem Stärksten der letzten Runde und das ist Philipp. Jetzt wird gespielt, der Schwächste fliegt. Philipp ist die gut. Zeit läuft. Philipp, welche Schweizer Stadt hat mehr Einwohner? Zürich oder St. Moritz?
Zürich. Korrekt, Birgit. Eine Person, deren Gesicht zum Fotografieren besonders geeignet ist, bezeichnet man als Foto... Model. Gen. Mark. Model. Ist Fructose ein Grundbaustein von Kohlenhydraten? Ja. Korrekt, Nathalie. Wie lautet in der Mathematik die Quadratwurzel aus 9? 3. Korrekt, Ute. Bank. Befasst sich die grammatische Lehre der Syntax mit einzelnen Buchstaben oder mit dem Satzbau? Mit dem Satzbau. Korrekt, Rolf. Wie nennt man die Fähigkeit der chlorophyllführenden Pflanzen, sich selbstständig zu ernähren? Autobiografie oder Autotrophie? Autotrophie. Korrekt, Bank. Pascal. Am 1. Januar welchen Jahres begann nach unserer abendländischen Zeitrechnung das 21. Jahrhundert? 2001. Korrekt, Philipp. Welchen befristeten Behörden? Achso, das ist doch schon im 2000er Jahr. Ich dachte, aus den 90ern wäre das noch. Das muss ja kurz vor der Euro-Einführung sein, ne? Weil D-Mark ist ja noch. Wie bezeichnet man ja, das ist 2001, ja. Weil 2002 wurde ja ein Euro eingeführt. Casino. Korrekt, Marc. In welcher Berufssparte sind Ralph Lauren und Pierre Cardin seit Jahren erfolgreich? Das ist ein Modemacher. Korrekt, Nathalie. Ralph Lauren heißt er doch. Ralph Lauren. Besteht hauptsächlich aus Auberginen, Zucchini und Tomaten. Bouillabaisse oder Ratatouille? Ratatouille. Korrekt, Ute. Mit welchem Land bildete Ungarn von 1867 bis 1918 eine Doppelmonarchie? Passe. Mit Österreich. Rolf. An welchen Staat grenzen die USA im Süden? Birgit, raus. Mexiko. Korrekt, Pascal. In welchem Jahrzehnt war die Serie Die Fraggles zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen? Im 90. 80er Jahre, Philipp. Bank. Spielt das Märchen das Mädchen mit den Schwefelhölzchen in der Oster- oder in der Silvesternacht? Silvester. Korrekt, Bank. Birgit. Welches P bezeichnet warum denn schon Dank so früh? Weil diese Birgit ist so bescheuert. Raus mit der. Langsam komme ich auf den Trip, dass ich jetzt auch langsam hier Gefühle entwickle bei dieser Show. Der Fernseher oder der Haartrockner? Birgit korrekt, geht mir auf den Sack. Raus mit der. Die Zeit ist um. Diese Runde beendet ihr mit 1.100 Mark. Was 2003? Wer ist in euren Augen? Der Euro, das Euro-Bargeld wurde 2002 eingeführt, am 1. Januar, nicht 2003. Auswählt jetzt den Schwächsten. Und da ja noch D-Mark gilt, muss es ja 2001 sein. Mark führt in dieser Runde die Statistik an. Er wusste alles. Birgit gab zwei falsche Antworten und ist so. Genau, Birgit. Aber die Frage raus mit dir. Hat das Team das bemerkt? Nix weiß die, nix. Ihr habt gewählt, wer ist der Schwächste, wer fliegt? Birgit. Ja, genau. Birgit. Ja. Ute. Birgit. Ja, genau. Ute. Birgit. 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 Birgit, jawohl. Liebes Team, ihr wollt einfach nicht die 5000 Mark in jeder Runde haben. Ihr hättet sie schon wieder haben können. 9 Antworten in Reihe korrekt. Aber was red ich? Philipp! Ja? Bei welchem Betrag hast du denn Bank gesagt? Das weiß ich gar nicht. Ja, ich aber. Wie viel? Bei 0 Mark. Echt? Hm? Oh. Kein Wunder, dass nichts in die Kasse kommt. Warum Birgit? Ich glaube, Birgit war die Einzige, die eine falsche Antwort gegeben hat. Zumindest die Einzige, an die ich mich erinnern kann. Das hört sich schon besser an. Ja. Ja, und die hat immer viel zu früh ja, Bank gesagt, andauernd. Die Regeln sind bekannt. Pascal, hast du eine Frage falsch beantwortet? Eine. Die Fraggles. Ja. Warum Birgit? Ja, sie hatte zwei Fragen verkehrt und einmal vergessen zu blocken. Gut aufgepasst. Ute, die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Im Nachhinein ist es mir auch eingefallen. Schon, gell? Ja, schade. Warum Birgit? Ja, weil ich auch festgestellt habe, dass sie eine Antwort falsch hatte. Zwei hatten wir doch zwei jetzt schon. Zwei sogar. Ja. Tut mir leid. Birgit, es tut irgendwie allen leid, dass du jetzt gehst. Aber statistisch gesehen warst du die Schlechteste der letzten Runde. Zwei falsche Antworten hast du gegeben und damit bist du die Schwächste und fliegst. Und tschüss. Birgit. Hau ab. Wenn man zu Hause auf der Couch sitzt, belächelt man die Leute, die dann auf einmal nichts wissen. Jetzt ist man selber in der Situation und naja, es ist ein Spiel, es hat viel Spaß gemacht, aber es ja, wenn du zu Hause am Fliesentisch jetzt bin ich nach der dritten Runde auf deinem ausgeleierten Sofa sitzt und RTL guckst. Darauf habe ich mich auch schon vorher eingestellt und von daher ist es kein Problem für mich. Ich denke, als nächstes wird die Ute rausfallen aus dem Spiel. Sie hat so ein paar Unsicherheiten bei den Antworten, hat auch
schon viele Fehler gemacht, genauso wie ich. Und ich denke, dass sie als nächstes gehen wird. Aber ich wünsche ihr trotzdem viel Glück. Runde 4. Und jetzt habt ihr 4.400 Mark in eurer Teamkasse. Das macht ihr immer schön synchron. In der dritten Runde hattet ihr 3.300. Na, zieht es jedenfalls aus, aber könnte einfach mehr sein. Denn 15.000 Mark hättet ihr bereits haben können. Jetzt seid ihr noch zu sechst. Und für die nächste Spielrunde habt ihr nur noch 2 Minuten Zeit. Der Stärkste der letzten Runde fängt an. Das bist du, Mark. Jetzt wird gespielt. Der Schwächste fliegt. Die Zeit läuft. Mark, wie heißt die Hauptstadt von Japan? Tokio. Korrekt, Nathalie. Ach was. Wie bezeichnet man fleischfressende Pflanzen? Als Karnivoren oder als Veganer? Karnivoren. Korrekt, Ute. Schrieb Andrew Lloyd Webber das Musical Cats oder Rats? Cats. Korrekt, Rolf. Bank. Welcher Begriff aus dem Lateinischen bezeichnet jemanden, der sich was selbst kann und seine Anekdoten Interessen in den erzählen? Vordergrund stellt? Ja, Egoisten. Gar nicht keine Anekdoten. Pascal. Was ich kenne auch niemanden, der da mal mitgemacht hat. Amerikaners Herbie Hancock. Jazzmusik oder Wrestling? Jazzmusik. Korrekt, Philipp. Welchen tierischen Beinamen gab man dem im 12. Jahrhundert lebenden Herzog von Sachsen und Bayern? Heinrich der? Löwe. Korrekt, Mark. Bank. Zu welcher Unterordnung der Reptilien werden wie panzoologisch gezählt? Zu den Schlangen. Korrekt, Nathalie. Welcher S ist der gebogene Geruchsverschluss unter einem Waschbecken? Passe. Siphon. Ute. Wie lautet der Vorname des spanischen Surrealisten Dalí? Salvador. Korrekt, Rolf. Wie heißt süßer und leicht schäumender italienischer Rotwein? Lambrusco. Nee, Olli war bei jeder gegen jeden. Pasti Spumante. Die Folge würde ich mir gerne mal anschauen. Ich habe sie auch gesehen damals. Also ich habe sie aber leider nicht aufgenommen. Passe. Rocky Horror Picture Show. Ihm ist es ja extrem peinlich. Wie hieß der Vater von Queen Elizabeth II., dessen Nachfolger sie weil er da vorzeitig rausgeflogen ist und nicht bis zum Ende dabei war. Korrekt, Mark. Welcher Berg ist aber Frank, ne, vielleicht findest du ja mal die Folge. Jeder gegen jeden. Korrekt, als Olli Kandidat war. Wie bezeichnet man ein Schiff, das über Seen, Flüsse oder Meere Personen und Autos transportiert? Passe. Fähre, Ute. Welches englische Wort bezeichnet auch hierzulande Gruppenarbeit? Teamwork. Korrekt, Rolf. Bank. Cervantes, der Autor des frühen 17. Jahrhundert veröffentlichten Don Quixote, hatte welche Nationalität? Spanisch. Korrekt, Pascal. Was ist beim... Also ein Bank habe ich da jetzt nicht mehr gehört. Nein, da war auch keins. Aber dumm. Ja. Die Zeit ist um. Dieses Schulmeisterliche. Diese Runde beendet ihr mit 750 Mark. Schade, wird immer weniger. Wessen Leistung wann ging Dschungelcamp denn los? 2004, ne? Oder wann ging das los? Mangelhaft beurteilen. Einer von euch fliegt raus, wählt jetzt den Schwächsten. Erneut ist Mark Rundenstärkster. Nathalie bildet mit 2 falschen Antworten das Schlusslicht der Statistik. Muss sie sich nun von ihren Mitspielern verabschieden? Nathalie. Ihr habt gewählt. Wer ist der Schwächste? Nathalie. Kennt ihr den Song? Mr. 100.000 Volt? Mark. Wie heißt der Sänger? Hä? Nathalie. Der Nathalie gesungen hat. Rolf. Nathalie. Nathalie. Das sieht nach Nathalie aus. Pascal. Ja. Sag doch mal Bank. Bank. Du kannst es doch. Ja, ich kann's. Ich hab's auch schon vorher gesagt, nur jetzt leider einmal vergessen. Rolf, was machst du beruflich? Ich bin im Sozialamt beschäftigt. Ist man da denn selbst auch ein sozialer Mensch, wenn man da arbeitet? Sozial eingestellt? Es hat nicht unbedingt was mit der Professionalität zu tun. Man muss auch vor allen Dingen objektiv sein. Kannst du ungefähr sagen, wann Olli in der Sendung war? Also es war auf jeden Fall noch die Phase, wo Hans-Hermann Gockel moderiert hat, also noch nicht mit Holger Speckhahn. Und es war nicht leicht zu Beginn. Das bedeutet kein Geld fürs Team. Das stimmt. Nathalie, was war denn los? Da lief die Sendung bestimmt schon ein halbes oder ein Jahr oder so. Ich weiß nicht, ich wusste einfach die Antworten nicht mehr. Also, mehr eingrenzen kann ich leider nicht. War doch gar nicht so schwer. Nee, die Fähre nicht, aber kam nichts mehr raus. Statistisch gesehen warst du die Schlechteste der letzten Runde mit 2 falschen Antworten. Gilbert Bicot, genau, richtig. Gut, Smash. Zwar völlig falsch geschrieben, aber... Ja, Radi hat's richtig geschrieben, sehr gut. So, Nathalie, du bist raus. Ich fühle mich eigentlich relativ gut, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass ich so weit kommen würde. Ach, red doch nicht. Finde ich jetzt auch nicht allzu schlimm, dass ich schon nach der 4. Runde rausgeflogen bin. Ich denke, dass die Ute als nächstes von den anderen gewählt wird, weil ich finde, sie ist ziemlich schwach. Sie
bangt auch nicht oft und sie weiß auch nicht allzu viele Antworten. RTL. Ja. Ja, Speckhahn folgt auf Gockel, genau. Oh, Werbung? Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er... Süße Gürkchen aus dem Schlemmertöpfchen von Kühne. Verfeinert mit mexikanischem Wildblütenhonig. Kaufe ich auch öfter, so die Gurken von Kühne. Kühne. Findest du die Fragen anspruchsvoll? Teils, teils. Also geht eigentlich. Also vieles könnte ich auf jeden Fall beantworten. Ich liebe dich. Gute Nacht. Jetzt können Sie wie im Schlaf sparen. Denn bei Tele 2 kostet die Minute tagsüber nur 4 Euro Cent, abends und am Wochenende nur 2. Gleich 0, 10, 13 vorwählen und freischalten lassen. Tele 2. Einfach billig telefonieren. Tele 2. Gibt's gar nicht mehr, ne? Tele 2? Ja, ich lass es laufen. Unwiderstehlich Frühling. Was Sie tun können, um das ganze Jahr im Grünen zu verbringen? Lesen. Das neue Blatt hat wieder ein großes Extra für Sie. Schöner Wohnen mit Zimmerpflanzen. Ja, eine Schnüffelzeitschrift, die irgendeinen Scheiß behauptet, der nicht stimmt. Die geheimnisvollen Kräfte der Pflanzen. Blumenschmuck, der jeden Topf voll Gold, sag ich dann nur. Vieles mehr. Das neue Blatt-Titelthema: wilde Partys, immer neue Affären. Prinzessin Madeleine, das Sorgenkind der Königsfamilie. Das neue Blatt mit den vielen Extras. Gibt's überall. Der neue Expressreis von Onkel Ben's. Schon vorgegart, perfekt und köstlich. Als ich Kind war, da hat man Onkel Ben's immer gesehen. Das war so ein schwarzer, älterer Herr, der hat den Reis gekocht. Und mit so einem amerikanischen Akzent hat er immer Deutsch gesprochen. Ne, was soll das hier? Was hat das mit Onkel Ben's zu tun? Der neue Expressreis von Onkel Ben's. Genuss in 2 Minuten. Heute ist Männerabend. Da muss immer was Besonderes auf den Tisch. Neu von Knorfix. Pfefferrahm-Medaillons. Frische Sahne dazu. Mit 3 Pfeffer. Also viele Packungen sehen immer noch heute immer noch so aus, ne? Rahmig, pfeffrig. Zum Glück ist der Männerabend heute nicht bei uns. Knorfix für Pfefferrahm-Medaillons. Knorr. Essen gut, alles gut. Ja, zu der Zeit ging sie auch langsam los mit diesen teuren Telefonnummern. Da ging ja auch 9 Live den bald auf Sendung und so. Da ging der ganze Scheiß ja los. Wahrscheinlich war Onkel Ben's da schon tot. Ja, hätten sie 9 Schwarzen nehmen können. Mein Gott. Genau, Captain Iglo wurde ja auch andauernd erneuert. Oder der Marlboro Man wurde ja auch mehrmals erneuert. Aktimel-Team zum Einsatz. In jedem Aktimel sind 10 Milliarden LKCI-Kulturen. Die aktivieren deine Abwehrkräfte. LKCI! Aktimel! Aktimel Abwehr aktiv! Geschafft! Die Angreifer sind abgewehrt. Lecker! Aktimel Abwehr aktiv! Aktimel aktiviert Abwehrkräfte. Onko. Du. Aber der Kaffee war echt gut. Onko. Einfach ein guter Kaffee. Wie kommt ihr denn hierher? Wir M&M's kommen doch überall. Würde das heute noch ankommen? Ihr seid die knackigen M&M's? Genau die. Und nur viel größer. Oh, schön, dass ihr gerade jetzt hier seid. Warum das? Meine sind alle. Und ihr seid doch auch aus Milchschokolade. Nimm ihn. Er hat eine leckere Nuss drin. Ich muss weg. RTL Radio. Wir spielen die größten Oldies. In unserem Programm erleben Sie den Rock'n'Roll der 50er, den Soul und Beat der 60er,
Rock und Disco der 70er und den Pop der frühen 80er. Sie empfangen uns über Astra 1A, Tonunterträger von den Pop der frühen 80er und nichts aus den 90ern. Radio. Jetzt einschalten. Naja, RTL Uli ist ja okay. Lust auf Bratkartoffeln. Heute würde man 60er wahrscheinlich gar nicht mehr spielen. Schonend vorgegarte Kartoffelscheiben, Kartoffel pur, typisch Pfanni. Schatz, wirfst du mal bitte die Cabrio-Schlüssel runter? Ii, Kartoffelscheiben aus der Dose? Das ist ja ekelhaft. Aber es gibt ja auch eingeschweißte, hartgekochte Eier, die schon abgepellt sind. Da gibt's doch auch was von Ratio. Es gibt ja alles Mögliche, was man nicht glauben kann. Das sind ja Kinder. Absolute Spezialisten, die finden raus, wer das Internet stört. Wir sind drin. Überall Megamäuse. Charlotte Chat, die quatscht ohne Ende. Sie kommen aus dem Reich der Ü-Eier. Harry Highscore, wieder mal der Schnellste. Es waren die Megamäuse. Ihr müsst sie alle kriegen. Ha, das wird nicht einfach. Die Megamäuse gibt's doch nur in jedem siebten Ü-Ei. Willkommen bei MyRTL World. Sind Sie top oder flop? Die Mega-Chance für alle Sahneschnittchen Gott, und Kassengestelle. Stellen Sie Ihr Foto ins Netz. Alten Webseiten hier. Ach Gott, oh Gott. Das sensationelle Preise. Mein Gott, was sich da getan hat, ne? Das wird heiß im Internet. In 18 Jahren. Schnüffler-Check. Die explosiv, den Scheiß gibt's immer noch. Machen blau. Ein Detektiv soll Klarheit bringen. Wie seriös und zuverlässig deutsche Spürnasen wirklich sind. War da noch Barbara Ehlichmann oder war da Markus Lanz? Das weiß ich überhaupt nicht. Ja. Das heißt, sie geben auf? Das gibt's immer noch. Wer wird Millionär? Morgen. Aber Jauch ist deutlich älter geworden. So, der Schwächste fliegt. Willkommen zurück zu Runde 5. Wie sie schon guckt. 5.150 Mark sind in der Teamkasse von möglichen 20.000 Mark. Fünf Kandidaten sind noch übrig. Vier Männer und eine Dame. Medikopter 117. 10 Sekunden weniger Zeit. Wir beginnen mit dem Stärksten der letzten Runde und das ist Mark. Jetzt wird gespielt, der Schwächste fliegt. Die Zeit läuft. Mark, welcher Zettel mit den Namen der Kandidaten und Parteien steckt bei einer Briefwahl in einem amtlichen Umschlag? Der Wahlzettel. Der Stimmzettel, Ute. Welche Farbe Na hat ja, der Mensch? Ist doch der Wahlzettel. Struppi aus den Tim und Struppi Comics. Weiß. Korrekt, Rolf. Ist der Schriftsteller und Liedermacher Leonard Cohen Kanadier oder Israeli? Kanadier. Korrekt, Pascal. Welcher Schwergewichtsboxer verteidigte im August 2001 seinen Weltmeisterschaftstitel gegen Charles Schaffold durch K.O.? Agnieszka. Pass. Wladimir Klitschko. Ach so, Philipp. Welches Land ging 1763 als Sieger aus dem Siebenjährigen Krieg hervor? England oder Frankreich? England. Korrekt, Mark. Welche Rolle spielt Robin Williams im Kinoabenteuer Hook? Die des Peter Pan oder die des Captain Hook? Peter Pan. Korrekt, Ute. Welche süddeutsche Stadt ist berühmt für ihren zwischen 1640 und 1650 entstandenen Christkindlesmarkt? Nürnberg. Korrekt, Rolf. Bank. Bezeichnet der lateinische Ausspruch Antichristum die Zeit vor Christus oder die Zeit nach Christus? Vor Christus. Korrekt, Pascal. Wer leitete von 1732 bis 1750 den Leipziger Thomanerchor? Johann Sebastian Bach oder Gotthilf Fischer? Bach. Korrekt, Philipp. Kann der Vater der kleinen Hexe Bibi Blocksberg auch zaubern? Nein. Korrekt, Marc. Bezeichnet Keuschheit sexuelle Enthaltsamkeit oder das Symptom einer Bronchialerkrankung? Sexuelle Enthaltsamkeit. Korrekt, Ute. Ist in der Geometrie die Form des Drachen ein Viereck? Nein. Ja, endlich trauen Sie sich mal was. Ja, schon natürlich. Welcher Stadtbezirk gehört seit 1937 zu Hamburg und war vorher eine eigenständige Stadt? Altona. St. Pauli oder Altona? St. Pauli. Altona. Bank. Pascal, wie heißt der rothaarige Freund von Harry Potter in den gleichnamigen Romanen? Ron oder Rudi? Ron. Rudi. Rudi. Die Zeit ist um. Klar, der hieß Rudi, natürlich. Hat sich immer am Ende. Joanne K. Rowling hat sich den Namen Rudi überlegt. Und die Zeit ist um. Diese Runde beendet ihr mit ganz furchtbar traurigen 500 Mark. Wer sucht, der findet. Doch wer von euch sucht vergeblich nach korrekten Antworten? Einer von euch fliegt raus, wählt jetzt den Schwächsten. Ja, war halt Pech. Hat was riskiert und die Frage falsch beantwortet. Er ist somit zum zweiten Mal Rundenstärkster. Pascal ist mit nur einer korrekten Antwort der Schwächste. Aber wer wird jetzt vom Team nach Hause geschickt?
Ihr habt gewählt, wer ist der Schwächste, wer fliegt. Die Kerle mobben die Frau raus, jetzt pass auf. Marc. Pascal. Pascal. Hm? Pascal. Marc. Ute! Was ist eigentlich bei Gleichstand? Was ist dann eigentlich? Ich hab einen Sohn, ja. Wie alt ist der denn? Der ist 6. Der ist 6. Spielt der manchmal mit so einem Drachen, den er im Wind fliegen lassen kann oder noch nicht? Doch, wir waren an der Nordsee und haben dort einen Drachen fliegen lassen. Und welche Form hat der Drache? Ja, wenn ich es genau überlege, doch wohl ein Rechteck. Ja. Warum Pascal? Pascal hat zwei Antworten nicht gewusst, soweit ich es beobachtet habe. Ja. Jo. Marc, und du gehst wählen, ab und zu. Ja, es war ein bisschen Pech zwischen Stimmzettel und Wählzettel, aber... Ja, wir wollten es ganz genau wissen, das, was oben drüber steht. Okay. Und da steht Stimmzettel drüber. Hab ich wieder was gelernt. Warum Pascal? Ja, wie die Ute schon sagte, Pascal hat zwei Fragen falsch beantwortet. Gut, die zum Schluss kamen recht kurzfristig noch mit Harry Potter. Und deswegen der Pascal. Pascal? Ja. Ja. Bist du leise? Ich bin so leise. Die müssen doch alle so zur Strafe auf einen elektrischen Stuhl gesetzt werden, wo sie Elektroschocks bekommen, oder? Ja, über die letzte Oder irgendwie müssen sich nackt ausziehen oder irgend sowas. Und deswegen musste ich raten. Wie sieht's denn aus? Um richtig erniedrigt Sport zu werden. Hier? Weil sie nichts können. Ich mach selber ein bisschen Sport. Und kennst du dich da auch? Nee, was ist denn bei Gleichstand? Jetzt mal ernsthaft gefragt. Wenn zwei gleichermaßen stark genannt werden, zwei Namen, was ist dann? Nein, eigentlich nicht. Bei Gleichstand zählt der, der mehr falsche Antworten hatte. Und wenn das auch gleich ist, was ist dann? Dein restliches Team möchte dich draußen sehen. Ja. Damit bist du der Schwächste und fliegst. Und tschüss. Ja, Pascal. Wir waren in den ersten Runden ziemlich stark und das hat sich jetzt zwar zum Schluss hin ein bisschen verändert, aber ich denke mal, dass da noch einiges zusammenkommt und ich denke, dass das so über 10.000 Mark liegen wird. Ich denke, dass in der nächsten Runde der Mark liegen wird. Ich habe den schon öfter nominiert, nur einmal war er der Stärkste. Das war ein Fehler. Der heißt doch jetzt Euro. Und er hat auch schon öfter Fragen verkehrt beantwortet und deswegen denke ich, dass er gehen wird. Runde 6. 5.650 Mark sind in der Teamkasse. Ist aber ein krummer Betrag. 25.000 Mark könntet ihr haben. Vier von euch sind übrig. Ja, bohr mal schön in der Wunde, du fiese Schlange. Wir beginnen mit dem Stärksten der letzten Runde und das ist Philipp. Jetzt wird gespielt, der Schwächste fliegt. Die Zeit läuft. Philipp, wie lautet Humphrey Bogarts legendärer Satz aus dem Film Casablanca vollständig? Ich schau dir in die Augen. Kleines. Korrekt, Marc. In welchem deutschen Bundesland liegt die Stadt Rosenheim? In Baden-Württemberg. Bayern. Ute. Bayern. Welches N bezeichnet ein kurzes Schläfchen am Mittag? Nickerchen. Korrekt, Rolf. Wie nennt man den Stoffwechselprozess, bei dem Pflanzen mit Hilfe des Lichts organische Substanzen Photosynthese. Aufbauen? Chlorophyll. Photosynthese. Philipp, wer führte in dem Film Mars Attacks Regie? Tim Burton oder Russ Meyer? Tim Burton. Korrekt, Marc. Wurde der Viertaktmotor im 19. oder 20. Jahrhundert entwickelt? Im 19. Korrekt, Ute. Wie bezeichnet man im Strafrecht denjenigen, der eine Straftat begeht? Der Angeklagte. Das ist der Täter, Rolf. Welches aus dem Französischen entlehnte Wort bezeichnet im engeren Sinne galertartigen, eingedickten Fruchtsaft? Gelee. Korrekt, Philipp. Welches europäische Land steuert man üblicherweise vom französischen Le Havre aus mit einer Personenfähre an? England. Korrekt, Marc. Zitrusfrüchte sind in der Regel besonders reich an welchem Vitamin? Vitamin C. Korrekt, Ute. Bank. Welcher deutsche Dichter schrieb die Zeile, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Goethe. Korrekt, Rolf. In welcher heutigen westdeutschen Stadt wurde 936 nach Christus Otto der Erste zum König erhoben? Aachen. Korrekt, Philipp. Aus welchem Material stellten Böttcher ursprünglich Gefäße her? Ton. Holz, Mark. Worin tragen Koala, Wombat und Känguru ihre Jungen? In der Tasche, Beuteltasche. Die Zeit ist um. In ihrem Beutel ist korrekt. Oh. Hat aber nicht Bank gesagt. Wird immer weniger. 350 Mark sind es diesmal. Ihr wollt wohl RTL einen Gefallen tun. Tja. Gemeinsam müsst ihr stark sein. Wessen Teamgeist lässt stark zu wünschen übrig?
20 Sieg raus, wählt jetzt den schwächsten Team. Müsste mal eine einfach Sonja aufs Kärtchen schreiben, einfach aus Bock. Stärkste. Sonja. Steht der Statistik ganz hinten. Aber wer muss das Team jetzt verlassen? Ihr habt gewählt, wer ist der Schwächste, wer fliegt? Rolf. Philipp. 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 Warum denn Philipp? Der war doch erst noch der Beste in der Runde, nur weil er einmal verkackt hat. Marc. Und du legst das schöne Rosenheim. Na gut, ich meine, die wollen ja alle natürlich Geld gewinnen, das ist ja klar. Geografie ist ein sehr großer Schwachpunkt bei mir, muss ich leider sagen. Und ich war auch bislang sehr selten in Bayern. Gefällt dir Bayern nicht? Das möchte ich nicht behaupten, aber es hat sich bislang selten die Gelegenheit für mich ergeben. Ist eine Reise wert. Ute! Duplo! Der die Straftat begangen hat. Ist das krumm? Er heißt Täter und nicht Angeklagter. Richtig, ja. Ich habe wahrscheinlich schon einen Schritt weiter gedacht. Ja, wobei ja nicht jeder Angeklagte ein Täter sein muss. Quasi. Oder zweifelst du an uns? Ja, was soll dieses Diskutieren über Fragen? Mein Gott. Und Philipp? Ja, Philipp hat eine Frage falsch beantwortet. Ich zwar auch, aber nun ja, Philipp sollte es sein. Aha. Rolf, und du glaubst, dass der Prozess Chlorophyll heißt und nicht der Stoff Chlorophyll? Tja, so kann man sich irren, ja? Ja, so kann man sich irren. Hast du dich denn bei Philipp geirrt? Das war peinlich. Oder nicht? Ich habe zwar nicht gewusst, wie viele falsche Antworten er gegeben hat, aber ich hatte einmal noch gehofft, dass er bangt. Und das hat er nicht getan. Und deswegen habe ich ihn nominiert. Also, um einfach mal eine Sache deutlich zu sagen. Marc hat insgesamt im gesamten Spiel 3 falsche Antworten gegeben. Ute auch 3. Rolf 4. Und als einziger, der nur 2 falsch gegeben hat, ja, ist eben. Philipp. Und er hatte genauso wie jeder so ist das nämlich. So läuft das hier Runde nämlich. Genau. Eine falsche Antwort gegeben. Statistisch gesehen war in der letzten Runde Rolf der schlechteste Spieler. Und wenn man alles zusammennimmt, auch im ganzen Spiel. Aber ihr wollt irgendwie Philipp nicht mehr dabei haben. Philipp, das ist das Spiel. Und somit bist du der Schwächste und fliegst. Mit Spekulatius? War Duplo mit Spekulatius, oder wie? Ich bin enttäuscht, weil ich hatte gerade angefangen zu hoffen, dass ich ein bisschen weiterkomme, vielleicht auch ins Finale. Und ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass ich jetzt ausgewählt werde, bin ich ganz ehrlich. Es ist zu 100% Glück, wenn man hier gewinnt. Sie wollen nur den ärgsten Konkurrenten wollen sie rausschmeißen, die Schweine. Und trotzdem habe ich nicht gewonnen. Das ist nicht schlimm, aber doch ein bisschen schade. Ja, ne? Runde 7 und jetzt habt ihr wieder einen runden Betrag. 6.000 Mark in der Teamkasse von möglichen 30.000 Mark. 3 von euch sind übrig, 10 Sekunden habt ihr wieder weniger. Ja, ich meine, jetzt mit dem Rauswählen, das kann er nicht wissen. Wenn nur noch 2 in der Runde sind, dann nehmt ihr dann natürlich den anderen jeweils, ne? Oder? Weiß gar nicht, wie das Finale abläuft. Über den Bildschirm. Bonanza. Pass. Bonanza, Ute. Welcher Pfennig war die 1974 eingeführte und Mitte der 90er abgeschaffte Ausgleichsabgabe auf den Stromverbrauch? Passe. Kohlepfennig, Rolf. Welche TV-Nachrichten verlas Susanne Starnke, bis sie den NDR 1999 verließ? Tagesschau. Die Tagesschau. Korrekt, Marc. Wie heißt das Pariser Stadtschloss, dessen Galerie seit 1793 ein öffentliches Kunstmuseum ist? Louvre. Korrekt, Ute. Bei welcher Handarbeit gibt es das Muster 2 links, 2 rechts? Beim Stricken. Korrekt, Rolf. Bank. Mit wie vielen L wird das Wort Bestellliste nach neuer Rechtschreibung geschrieben? Mit 3. Korrekt, Marc. Im Dienste welchen Staates spionierte SPD-Mitglied und NVA-Hauptmann Günther Guillaume? DDR. Deutschland. DDR. Deutschland. Ute. Wie wird der Springer beim Schach auch genannt? Läufer. Läufer. Pferd. Rolf. Ach, Pferd, ja, genau. In welches deutsche Gewässer mündet die Ruhr? Quatsch dir noch nach, was die da antwortet. In den Läufer. Den Rhein, Marc. Wie bezeichnet man Embryonen von Eidechsen und Schlangen den Zahn zum Aufschlitzen der Eischale? Fangzahn. Eizahn. Der weiß ja gar nichts. Raus mit dem. Wie heißt die größte Arterie des menschlichen Körpers? Aorta. Korrekt, Rolf. Bank. Welcher Teil des Essbestecks gelangte im 16. Jahrhundert auf die Tische Europas? Die Gabel. Korrekt, Marc. Bank. Die Zeit ist um und das Bank war gerade noch
innerhalb der Zeit. Und somit beendet ihr diese Runde mit 450 Mark. Denkt daran, in der nächsten Runde wird das in der Bank gesicherte Geld verdreifacht. Die Frage ist, wer wird gleich am unwahrscheinlichsten mit vielen richtigen Antworten glänzen? Einer von euch fliegt raus, wählt jetzt den Schwächsten. In dieser entscheidenden Runde haben Mark und Rolf ihre Positionen getauscht. Rolf ist der Stärkste, Mark der Schwächste. Aber wer muss jetzt gehen? Beide werden schmeißen die Frau raus. Pass auf. Wer fliegt? Rolf. Mark. Mark. Haha. Na gut. Rolf. Worin mündet die Ruhe? Sie fließt durch den Baldeneysee. Das ist mir hinterher auch aufgefallen. Und woher kommst du? Ich komme aus Rheinberg. Na, da wär's ja fast noch in deinem Hirn gewesen. Was? Meine Güte. Also erstens bin ich Gentleman und wollte gerne gegen Ute spielen. Und dann hatte ich den Eindruck, dass Marc auch zumindest nicht besser war in dieser Runde als ich. Statistisch gesehen, Marc, warst du in der letzten Runde der schlechteste Spieler. Hast du irgendwie einen Blackout? Kennst du Bonanza nicht? Tut mir leid, ich hab's noch nie gesehen. Statt Bounty habe ich hier Kokosnuss. Es lief sicherlich schon mal im Fernsehen, aber allgemein Western oder sowas in der Art ist nicht mein Interessensgebiet. Aber war insgesamt Blackout. Und Günther Guillaume spioniert in Deutschland für Deutschland. Das war, wie gesagt, gerade vom Kopf. Gut, der Eizahn von der Schlange und der Eidechse. Das ist schon nicht so. Tja. Schon gesagt, statistisch gesehen warst du der Schlechteste der letzten Runde und Ute und Rolf wollen unter sich sein. Damit bist du der Schwächste und fliegst. Und tschüss. Enttäuscht ist man schon, wenn man kurz vor Ende rausgewählt wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich stand es fast schon vor der letzten Runde fest, dass die beiden sicherlich zusammenspielen wollen. Ja, es ist schade, aber gut, so ist es eben. Wir befinden uns in Runde 8 mit 6.450 Mark in der Teamkasse. An dieser Stelle hättet ihr bereits 35.000 Mark haben können. Ute und Rolf, ihr zwei seid übrig. Und in der nächsten Spielrunde habt ihr mal wieder 10 Sekunden weniger Zeit. Allerdings, alles, was ihr jetzt erspielt, wird verdreifacht. Das wäre eigentlich, wenn alle Kandidaten maximal 15.000 die volle Geldsumme immer erspielen in jeder Runde. Hätte sie ja nichts zu meckern. Die Summe ergibt dann das letztendliche Preisgeld. Wir beginnen mit dem Stärksten der letzten Runde und das warst du, Rolf. Jetzt wird gespielt, der Schwächste fliegt. Die Zeit läuft. Rolf, wie nennt man die Maßeinheit, mit der die Geschwindigkeit eines Schiffes gemessen wird? Knoten. Korrekt. Ute, was für ein Fortbewegungsmittel bezeichnete man früher als Freibeuter? Passe. Ein Schiff. Rolf, welche Zahl steht auf dem Zifferblatt einer Uhr der 10 diagonal gegenüber? Die 4. Korrekt, Ute. Die Ex-Frau welchen Sportstars wird in der Boulevardpresse häufig nur Babs genannt? Becker. Passe. Boris Becker. Rolf, welcher Hit von The Police trägt den gleichen Titel wie ein Film mit Kevin Costner von 1999? Message in a? Bottle. Korrekt, Ute. Welches ist der dritte Buchstabe des griechischen Alphabets? Gamma. Korrekt, Rolf. Passe. Wie lautet die allgemeine Bezeichnung für Beleuchtungsmittel aus Talg oder Paraffin mit Docht? Kerze. Korrekt, Ute. In welchem Ozean liegt die Inselgruppe der Malediven? Im Indischen Ozean. Korrekt, Rolf. Welches B bezeichnet ein festliches Essen mit offiziellem Charakter? Bankett. Korrekt, Ute. Welchen Fußball-Bundesliga-Verein trainiert Andreas Brehme seit Oktober 2000 als Teamchef? Borussia Dortmund. Kaiserslautern. Rolf, welches blonde Busenwunder heiratete der Rockmusiker Tommy Lee 1995? Pamela Anderson. Korrekt, Ute. Den Namen welchen Edelmetalls trägt das 1992 erschienene Greatest Hits Musikalbum der Popgruppe ABBA? Die Zeit ist um und die Antwort auf diese Frage. Da war sie aber schlecht, die Ute, ne? Ihr beendet diese Runde mit 500 Mark. Ich glaube, er hat alles richtig gehabt. Die werden jetzt verdreifacht zu den 6.450 Mark addiert. Und das bedeutet, heute geht es um ein Preisgeld von 7.950 Mark. Aber, und so sind die Regeln, nur einer von euch nimmt das Geld mit nach Hause. Der andere geht komplett leer aus. RTL. Ah. Nochmal Werbung. Ich nehme an, die soll ich auch laufen lassen. Machen Sie mal was anderes. IKEA. Man kann nie wissen, was passiert.
Als ich bei Frank einzog, habe ich mich total auf ihn gefreut. Auf sein Chaos weniger. Ein paar Sachen habe ich gleich aussortiert. Erst recht seine vergrauten Handtücher. Seitdem gibt's bei uns nur noch weiße Wäsche. Denn Persil Megaperls hat die Anti-Grau-Formel in den blauen Perlen. Sie verhindern Kalkablagerungen auch nach häufigem Waschen. So bleibt Weißes strahlend weiß und gepflegt. Die weißen Handtücher findet er richtig klasse. Seinen komischen Kerzenständer leider auch. Persil, da weiß man, was man hat. Da gab's doch mal früher diesen Typen, der aussieht wie so ein Versicherungsvertreter, der immer gesagt hat, ja, meine Damen und Herren, wenn Sie wirklich weiße Wäsche wollen, dann... Also aus so einem Stuhl hat immer das Persil neben sich liegen gehabt. Aber das war natürlich noch vorher, ne? Das war 80er Jahre oder 70er. Für ausgewachsene Hunde. Es schützt Ihren Hund nachweisbar, indem es sein Immunsystem kräftigt. So bleibt er lange gesund. Das neue Pedigree für ausgewachsene Hunde. Für gesunde Hunde. Viel Hundefutterwerbung fällt mir auf, ne? Leben lang. Wasser ist Kraft, Quelle des Lebens, auch für Ihre Haut. Deshalb haben wir Dermatologen von Diadermin jetzt Aquaforce entwickelt. Ihre neuartigen Aquakapseln geben kontinuierlich Wasser an Ihre Haut ab. Der Effekt? 24 Stunden Feuchtigkeit. Und eine viel zartere Haut. Aquaforce von Diadermin. Lebensqualität für Ihre Haut. Erstmal den Stress abstreifen. Diese neue Frische, wie von Pflanzen und Kräutern. Das neue Natural Balance von Lenore. So belebend. Mit Waschmittel ist mittlerweile auch so kompliziert. Ne? Ich habe auch gerade vor ein paar Tagen im Supermarkt, weil mein Waschmittel leer war, irgendwie da gibt von Persil oder Dash und wie die alle heißen, Color und Black und Fresh und was weiß ich alles. Mein Gott, man blickt überhaupt nicht durch. Ich möchte ja nur ein ganz normales Waschmittel haben. So viel verschiedene Sorten da. Jan-Gerd Hagermeier war der Persilmann. Aha, okay. Ich wusste gerade, wie der heißt. Wenn es mal wieder länger dauert, bis es was zu beißen gibt. Snickers. Snickers. Und der Hunger ist gegessen. Swiffer-Test 15. Ich mach mal kurz eine Story für Massengeschmack Instagram. Einfach mal so live hier. Für einen Staubsauger schwer erreichbaren Stelle. Einfach aus Bock. Versuchsperson, weil ich es kann. So, pass mal auf hier. Und nimmt Haare und Staub mit Swiffer auf. Umstellung auf Swiffer erfolgt. Ja, Leute, ich bin gerade dabei, hier den Live-Kommentar zu alten Retro-Sendungen zu machen. Noch bin ich on air. Seid dabei auf Massengeschmack TV live und in Farbe. Stellen Sie sich vor, Sie sind 14 Monate alt. Sie stehen endlich auf eigenen Beinen und wollen, dass das auch so bleibt. Windeln wechseln, na komm. Kann man das so machen? Denn jetzt gibt's die neuen Pampers Easy Up Windelhöschen. Die kann man ruckzuck im Stehen anziehen. Zack. Und zum Ausziehen einfach seitlich aufreißen. Könnt ihr jetzt auf Instagram halten gucken. Super trocken. Pampers trocken eben. Wer die Welt mit Babys Augen sieht, sieht, wie man sie besser machen kann. Pampers Easy Up Pants. Für spielend leichte Windelwechsel. Großes Problem. Das grüne Lieblingssweatshirt hat seine Leuchtkraft verloren. Doch jetzt ist Atemmilde Bleiche Vivaktiv. Es entfernt Flecken, löst den Grauschleier und lässt Farben wieder aufblühen. Das neue Atemmilde Bleiche Vivaktiv von Benetton empfohlen. Gegen ist die Werbung bald vorbei? Früher waren die immer so lang, die Werbeblöcke. Ne? Es gab weniger, aber die waren immer so lang. Ne? Die auch den Atem öffnet. Konnte man erstmal in Ruhe kacken gehen, 10 Minuten. Der Zähne zu erhalten. Blendamid Complete Plus. 50 Jahre Forschung für den kompletten Schutz Ihrer Zähne. Ist Ihre Zahncreme auch so komplett? E.ON Mix Power ist da. Mixen Sie Ihren Strom einfach aus 6 verschiedenen Energiequellen. Ermitteln Sie selbst den CO2-Anteil. Und bestimmen Sie Ihren Strompreis. E.ON Mix Power. Jetzt im Internet oder unter 0180 20 20 20 8. 12 Pfennig pro Anruf. 12 Pfennig pro Anruf. Könnte doch ein Sonnenaufgang nur ewig währen. Doch das Besondere vergeht. Wie die neue Empfehlung der Saison von Sheba. Delikates Huhn à la Provence in einer feinen Soße. Mein Gott, es geht nur um Katzenfutter. Für kurze Zeit. Es wird hier präsentiert, dass man das irgendwie... Meine Kater mochte Sheba damals nicht. Der mochte das nicht. Der hat Whiskas und KitKat immer gerne gefressen wie ein Scheunendrescher. Sheba hat er liegen lassen. Die neueste Generation eines Pflegewaschmittels.
Was stimmt nicht? Umfassende Pflege für die Schönheit ihrer Kleidung. So, haben Sie Waschmittel noch nie gesehen? Die neuen Coral Capsules. Erleben Sie den Effekt? So erntet man sonnengereifte Tomaten. Und so einfach kommt man in den Genuss ihres vollen Aromas. Die neue Tomatencremesuppe von Erasco. Schonend versiegelt im Aromapack. Zu gut, um sie allein zu genießen. Jetzt neu, die Cremesuppen im Aromapack. Erasco, das Gute daran ist das Gute darin. Heute bei RTL. Hat er die Mutter seiner Freundin mutwillig verletzt? Ich hab Frau Baum. Alfred ist 2009 gestorben. Es war schon von Anfang an so, dass sie ihn irgendwie nicht ausstellen konnte. Sie entscheidet, harte Strafe oder letzte Chance. Das ist ein richtiges Drama, was sich hier abspielt. Richterin Dr. Ruth Herz, das Jugendgericht. Heute 16 Uhr. Das Jugendgericht. Willkommen zum Finale. Wie sieht man hier auch die Augenbraue hochziehen? Willkommen zum Finale. Kann ich gar nicht. Es geht heute um 7.950 Mark. Nur einer von euch nimmt das Geld mit nach Hause. Der andere geht komplett leer aus. Ihr spielt jetzt gegeneinander. Jedem von euch stelle ich 5 Fragen. Wer die meisten Fragen davon korrekt beantwortet, ist der Gewinner. Bei Gleichstand entscheidet das Kampfsystem. Ich glaube, er gewinnt. Rolf, du warst der Stärkere der letzten Runde. Darfst entscheiden, wer von euch beiden beginnen soll. Ich möchte beginnen. Jetzt wird gespielt. Ladies first, muss doch der Gentleman sagen. Was denn? 7.950 Mark, Rolf, ist das deine erste Frage? Wie heißt der französische Sonnenkönig, von dem der Ausspruch der Staat Ludwig der 14. stammt? Ludwig der 14. Diese Antwort ist korrekt. Ute. Welche müsste irische das grün Rockband sein? Hat rot. Spielte im Namen ihrer Elevation-Welttournee im Juli 2001 in Köln? The Course. Diese Antwort ist falsch. Die korrekte Antwort ist U2. U2. Rolf. Die Figur welches braven Soldaten machte den tschechischen Schriftsteller Jaroslav Hasek berühmt? Der brave Soldat Schweig. Diese Antwort ist korrekt. Ute. Ja, wenn er jetzt alles weiß, hat sie ja schon Wie verloren. Wie nennt man in der Mathematik eine Gerade, die eine Kurve in nur einem Punkt berührt? Eine Koordinate? Diese Antwort ist falsch. Die korrekte Antwort ist Tangente. Rolf. Tja, Ute. Zu welcher Familie der Vögel zählen die Wellensittiche? Papageien. Zu den Papageien. Diese Antwort ist korrekt. Ute, du musst die nun folgende Frage korrekt beantworten, um im Spiel zu bleiben. Ansonsten ist Rolf bereits jetzt der Gewinner von 7.950 Mark. Das ist deine Frage. Auf welcher Insel muss Iphigenie in der griechischen Taurus. Sage den Tempeldienst verrichten? Tauris. Diese Antwort ist korrekt. Rolf. Wenn du die nun folgende Frage korrekt beantwortest, bist du der Gewinner und nimmst 7.950 Mark mit nach Hause. Mit welchem englischen Wort wird eine Datei bezeichnet, die als Anhang einer E-Mail verschickt wird? Attachment. Diese Antwort ist korrekt. Ach, war das heute noch so Attachment? Das bedeutet, Rolf, du warst heute der ich hab dir mal ein Attachment mitgeschickt, aber noch keine Sau mehr. Mark mit nach Hause. Ute. Du gehst komplett leer aus. Ich sehe sie wieder, wenn der könnt ihr ja was abgeben, fliegt. Das Schwein, ne? So, das war also der Schwächste fliegt. Weil ich niemals damit gerechnet habe, dass dann starte ich schon mal direkt die Umfrage. Ich hätte auch noch eine Folge ein der Schwächste fliegt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ob das jetzt sozusagen in Anführungsstrichen gegen 8 Mitbewerber anzutreten und irgendwie fühlt man sich ja doch als der kleine Sieger am Ende. Ich gönne dem Wolf den Sieg, auf jeden Fall. Ja. Aber ihr könnt ja mal gucken. Und es war ein ganz toller Tag und ich möchte keine Sekunde missen. Ich denke, also dass man sich auf so eine Sendung an sich gar nicht vorbereiten kann, weil die Begriffsfelder so vielfältig sind. Und los geht's. Entweder man weiß es oder man weiß es nicht. Also einen Tag vorher noch was unter das Kopfkissen legen, Lexikon oder so, denke ich, bringt ja nicht viel.
Ich werde jetzt nach Hause fahren und im Zug das Ganze nochmal Revue passieren lassen und dann zu Hause freudestrahlend erzählen, ich bin ins Finale gekommen. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.